Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rune Factory 5. Und zwar sind wir gerade in der Blitzanhöhle. Man sieht, hier gibt es Blitze. Ich sollte nicht stehen bleiben. Kriege ich hier dauerhaft eigentlich auf die Fresse? Das ist auch wunderschön. Das sind recht süße Tierchen. Au. Ich versuche mal, mir davon eins zu fangen. Orange ist krass. Ich versuche mal, mein einfaches Gras zu nehmen. Hallo, möchtest du es haben? Ah, er kommt mit. Wetten, jetzt darf ich wieder nicht den Namen eingeben. Chef. Komm, du bist Chef. Ja, mir gefällt Chef. Okay, Chef ist voll dabei. Chef, möchtest du vielleicht nach Hause gehen? Okay, da ist wieder eine Scheinobermaschine. Oh, ich möchte gerne in die Mitte rein mit so einem Angriff von... Ah, jetzt kommt wieder unser Bro. Unser Pokémon-Trainer kommt. Okay, ja. So, ich muss sie halt immer mal wieder healen und dann auch nicht healen. Oh, da hinten ist ein Schatz voll. Wir gehen einfach mal drauf. So, mit Rika. Nee, mit Scarlet. Nochmal da drauf, mit Rika diesmal. Da funktioniert es auch eher. Aubergine haben wir, glaube ich, gar noch nicht angepflanzt, gell? Okay, aber ich habe jetzt auch keinen Starter rausbekommen. Okay, ich muss meine Friends dringend wiederbeleben. Ah! Töte mich nicht. So, komm was? Okay, da geht's ins nächste Geschoss. Das heißt, das wäre jetzt ein Moment, wo wir drüber nachdenken könnten, kurz heimzugehen. Das ist ein wunderschöner Moment, heimzugehen, um mal kurz zu euch zu crashen. Und vielleicht unseren Pro mitzunehmen, der ja eigentlich hier wollte. Waffe schmieden, und zwar Doppelkling. Schalldolche. Es geht bis auf die Feder. Donnervogelfeder. Okay, es geht schon mal nichts irgendwie. Okay. Aber wir können ja mal unseren ganzen Schmarrn da lassen. So. Ein Platin. So, der Rest ist eigentlich alles was für einen Kühlschrank. Kühlschrank? Ich habe noch was für dich. So. Ich heb's mal kurz auf, den Spinat. Können wir den später irgendwie trotzdem verkaufen. Okay, die Pillen nehme ich mal kurz. So, das Brot, kann ich das irgendwie essen? Zu wenig Erfahrung. Zu wenig Erfahrung. Werkzeug, Waffen, da habe ich noch ein Chemiebrot. Das andere ist dann wahrscheinlich das Fertigungsbrot, was auch nicht. Ja, mir fehlt irgendwie insgesamt so ein bisschen die Erfahrung. Wo ist denn Lukas gerade? Der arbeitet, glaube ich, da, gell? Ja. Dass wir den jetzt einfach mal mitnehmen. Und vielleicht fängt er sich ja schnell am Blitz ein, als er es schaut.
Gesalzener Hecht. Schön. Was verkaufst du denn? Kenn ich so, was ich will. Lauren, du musst mitkommen. Ziehen wir gemeinsam los? Okay, er muss den Laden hüten, weil der Heinz ja ein Buch liest. Kristalle tauschen. Okay, was hat er denn für tägliche Waren? Okay, nee. Gut. Ja, dann gehen wir da jetzt wieder hin. Donner Einöde, das hört sich doch schon nach so viel Spaß an. Okay, einfach nicht vom Blitz treffen lassen. Ich bräuchte halt jetzt ja ganz dringend diese Dinger, was ich... Au! Alter, stirb nicht! Habt ihr gesehen, mit welcher Kenntnis ich da abgehauen bin? Ja, dann geh ich schon mal nach Hause. Und du gehst auch nach Hause, weil dann schauen wir dann morgen weiter. Dann schauen wir jetzt, dass wir noch irgendwie unsere HP wegkriegen. Habe ich jetzt noch irgendwas gekriegt, was ich wegräumen sollte? Ja, so ein bisschen Kochzeug. Dann schaue ich jetzt nämlich zu meinen Viechern, weil die für gewöhnlich, glaube ich, dann bei den allerersten mit drin hocken. Das werden wir dann einfach mal ändern. Das erste Mal ein bisschen Futter. Ach, Mochi hat schon wieder Probleme. Okay, da ist ein Büffel. Mitnehmen. Und dann haben wir noch... Sind die anderen wahrscheinlich ein Feuertrachen als das andere Viech? Dann haben wir da schon mal zwei, dann bräuchte ich nur noch eins, dann wäre mein anderer Stall schon mal gut besetzt. Mitnehmen. Wir gehen nämlich jetzt halt einfach mal in den Winddrachen. Und dann zeige ich euch einen neuen Wohnort. Ja, das müssen wir bei Zeit mal alles aufbauen. So, dann zurück in den Stall schicken. Zurück in den Stall schicken. Solltet ihr jetzt beide hier sein. Und dann werdet ihr einmal gut durchgebürstelt. Dann suche ich mal kurz vor der Tür noch für euch beide ein Gras. Dass ihr was zum Essen habt. So, einmal für Büffel. Und einmal für Schiff. So, das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon gut dabei mit euch. Ja, ihr habt Stufe 1 erreicht. Passt, ob Stufe 3 könnt ihr dann was machen. Ich frage mich gerade nur, ob ich hier das ganze Unkraut mal schnell mitnehmen soll. Beziehungsweise kann ich das nicht einmal mit der Sichel abwenden. Okay, ich mache es nur kaputt so. Die Sichel ist ein schlechtes Werkzeug. Es wäre halt nur die Frage, wo ich die anderen Sachen herkriege, dass ich mir eine stärkere Waffe craften kann. Wahrscheinlich doch auch wieder aus dem Tempel.
So, dann gehen wir mal nach Hause und schauen mal nach, was wir brauchen. Dann lese ich nochmal das Schild, ob es das da drin gibt, was wir brauchen. So, Waffe schmieden. Ich kann auch mal schauen, ob wir ein Kurzschwert oder so dann eher gebrauchen können. Ja, das könnten wir machen, allerdings will ich eigentlich kein Kurzschwert, sondern Doppelkling. Einfach, weil das einfach meine Lieblingswaffe ist. Es fehlte nur die Donnervogelfeder und Donnervogelfeder könnte man da hinten doch wirklich vermuten. Eingang, ja. Schauen wir mal, ob da was steht von Donnervogelfeder. Abbaubare Gegenstände, weißes Gras. Nee, das steht da nicht. Gibt es vielleicht den Donnervogel hier? Eigentlich nicht. Vielleicht wollte ich jetzt eigentlich nicht mit meinem Hammer schlagen. Das war eigentlich nicht meine Intention. Heftige Klaue. Okay, ja, dann mache ich lieber bei mir zu Hause ein bisschen noch einen Hof sauber. Aber wo könnte ich diese Donnervogelfeder herkriegen? Das wäre halt echt das, was ich bräuchte. Was mich gerade weiterbringen würde. Alter, wie viele Steine sind da? So, ein paar Steinblöcke. So. Ich glaube, ich koche lieber noch ein bisschen was. Dann können wir nämlich morgen vielleicht Mochi und so ein paar Sachen geben. Ich bräuchte vor allem Holz. Ach ja. Was haben wir denn da so interessantes? Das daran. Ja, vielleicht können wir echt so ein Omelette oder so nochmal machen. Oder ein bisschen was bringt. Da habe ich das Umdreht gemacht. Nee, da ist Traubensaft. War das hier? Und hier bei der Bratpfanne. Gerollte Omelettes, ja. Okay, ja. Dann speichern wir noch mal kurz und gehen schlafen. Ach ja, ich bin ermüdet etwas. Ich bin aber auch echt jetzt ein bisschen müde. So, Fertigkeitsaufstieg entschlafen. Ich habe das Schlafen perfektioniert. Neu. Was gibt's denn? Lieber ein Gegenstand. Okay, du kriegst einen Erkältungstrank. Irgendwie, wie ich jeden Tag jemand anders einen Erkältungstrank bringe. Also jetzt kann ich mir die kaufen, das ist mir ziemlich scheißegal, aber... Wieso eigentlich? So, wir müssen uns das da oben jetzt wieder beeilen. Und ich auch noch so. Okay, Kartoffeln. Bin jetzt mal gespannt, ob der Dünger was gebracht hat. Sonstiges hier. Kartoffeln, nee, alles schon dran. Hat also nichts gebracht. Handwerk.
Wie wir da jetzt Wind. Angeln. Licht. Okay, dann habe ich hier alles abgeerntet. Perfekt. Die pflanzen von allein nach. Ist ja die gute Stall. So. Was haben wir hier alles? Eifel. So, ja, ich weiß, du bist der Chef, deswegen habe ich dir ein Omelett mitgebracht. Und der Rest kriegt ein paar Kräuter. So, Mochi muss mich, glaube ich, jetzt lieben dafür, dass ich denen das alles mitbringe. So, Feuertrache, ja. Ich sehe gerade, wir müssen die Folge beenden. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Room Factory 5. Bis dahin, bye.